So, und da sind wir wieder. Monsieur Gardiner, glauben Sie, dieses Buch würde Ihrer Frau gefallen? Einfache französische Strickmuster. Poirot, Sie sind ein Genie. Bitte, ich möchte gerade allein sein. Okay, das hätten wir. Die meisten sind sowieso nur des Schatzes wegen hier. Bin ich ziemlich fest von aus. So, hier unten hat er auch gesagt, irgendwas von wegen mit, oh, meine Augen sind so schlecht. Da hängt etwas am Floß fest. Was kann das wohl sein? Sieht aus wie ein Rettungsring. Ob einem Schiff etwas zugestoßen ist? Ich weiß, es hat keinen Zweck, Sie zu bitten, mal eben hinauszuschwimmen und nachzuschauen. Ich bin froh, dass wir uns da einig sind, mein Freund. Ein Gut? Sie denken, Poirot würde diesen Weg... Friseur. Monsieur Redfern, Poirot ist kein so guter Schwimmer wie Sie. Ich habe bemerkt, dass sich etwas an dem Floß verhakt hat. Es könnte sich jemand daran verletzen. Würden Sie es bitte herausholen? Ich würde ja gerne helfen, aber der Riemen meiner Schwimmbrille ist gerissen. So gerne ich auch schwimme, ich kann nicht ohne Schwimmbrille ins Salzwasser gehen. Vielleicht kann ich sie Ihnen reparieren. Hier, bitte. Ich werde wohl den größten Teil des Nachmittags hier sein, falls Sie es schaffen, sie zu flicken. So, was ist denn daran kaputt? Die Gummiband ist gerissen. Ah, jetzt guckt er endlich wieder geradeaus. Endlich! Endlich! Alles sehr merkwürdig. Ist hier wieder irgendwas? Nein. Ich habe eigentlich auch nichts gefunden, was diese Tür öffnen dürfte. Nein. Nein. Flasche Bootslack. Brauche ich denn den Quatsch eigentlich? Aber irgendwofür wird man es bestimmt noch brauchen. Na gut, das könnte jetzt einfach ein Grafikbug sein. Yep. Wir werden nichts Neues. Der Vogel ist nahe genug, dass man ihn mit einem Fischernetz fangen könnte. Wir haben aber kein. Yep, hier sind ein paar Grafikglitches. Glitches. Wir haben kein Fischernetz, also brauche ich was Ähnliches. Nimm das Öl. Ahem.
So, wie kann ich jetzt den Riemen reparieren? Nein, hier gibt es... Nirgendwo was. Ne, da dreht er sich wieder zurück. Die Büste eines Mannes namens... Gehen wir jetzt ins Büro, gucken wir mal. Mein Rechner rödelt mir gerade sehr viel. Speichern mal eben ab. Das ist mir zu heikel hier mit dem Ding. Ja. So. Na, Hastings. Es könnte besser laufen. Ich bin da in eine Sackgasse geraten. Ich glaube nicht, dass Sie alles gefunden haben, was die Insel zu bieten hat. Manche Orte sind schwer zu erreichen, manche Dinge schwer zu finden. Geben Sie sich doppelt Mühe. Ja, also... Gut, das heißt, ich habe noch nicht alles auf der Insel gesehen. Gucken, kann ich mit Dates hier unten wieder reden? Wir werden nichts. Nein. Ja, Moment. Mille pardon, Hastings, aber auf diese Weise werden Sie kein Er... Ah! Granatsirup. Für wen ist dieser Granatsirup jetzt? Tut mir leid. Bestimmt für den Vogel, dieses Zeug, diese... Ne, wie ist eine raue Bürste, ne? Eine robuste. Ich fürchte, ich... Gärtner, genau. Das waren die Gärtners. Okay, das hätten wir auch mit der Flasche. Ich versuche bei den Gärtners im Zimmer irgendwas zu machen.
So. Brewster, Zimmer des... Zimmer der Gardeners. Bitte kommen Sie später wieder. Okay. Horace Blatt. Sorgfältig. Nee. Gehen wir erstmal in unser Zimmer rein. Handtücher. Womit könnte ich die jetzt verbinden? Tja, was mache ich mit dieser kaputten Schwimmbrille? Nein, das ist nicht möglich. Hört? Ich glaube kaum. Du kannst das Wasser nicht aufdrehen? Ein guter Detektiv weiß... Ich glaube... Gut. Jetzt haben wir die frischen Handtücher. Es ist auch wieder Zeit für einen Schnitt. Bis dann.